Herzlich willkommen zurück bei Amnesia The Dark Teaser. Ich bin der Moose, sein Winder. Hallo. Mir fliegt die Stimme gerade ein bisschen raus, weil ich gerade ein bisschen genervt bin. Das kann ich aber auch nicht wissen, was wir machen müssen. Ich weiß, was wir tun müssen. Wir müssen genau dieses Fass suchen. Ventil ist verrostet. Dann holen wir nämlich den Bohrer raus. Dafür haben wir den nämlich. Schnibbeln hier rum. So, jetzt läuft hier der Mist aus und dann nehmen wir unseren Saugertopf. Und stecken ihn einfach hin. Und dann haben wir einen Lack. Okay, jetzt gehen wir da, wo die Steine wieder waren. Wenn ich überhaupt weiß, wo das ist. Ich war doch noch gerade da. Ich werde bekloppt. Jetzt finde ich die Stelle nicht mehr. Ich finde hier nicht mal raus. Hier. Und ich habe einen Hänger. Cool. Nee, gehe ich doch schon wieder raus, ich Idiot. So, Achtung. Wir haben das Zeug. Wein. Gründe? Don't know why, because Gründe. Jetzt aber. Nein. Ich war nur noch so weit. Wir sind jetzt schon wieder. Mann. Maschinenteile. Ich weiß. Jetzt habe ich hier diesen blöden Topf und weiß trotzdem nicht weiter. Ich hätte ein bisschen genauer gucken sollen, ne? So, weiter geht's. Ich habe nochmals nachgeguckt jetzt. Jetzt weiß ich aber definitiv, was zu tun ist. Also als allererstes, Tür geht nicht auf, natürlich nicht. Es ist noch eins von diesen Dingern da. Das war nicht das Einzige. Eins können wir nur aufschrauben. Wenn ich jetzt wüsste, wo es ist. Wenn sie ist zerrostet, das müsste, glaube ich, sogar das andere sein. Das ist sowas von riskant, was wir eigentlich tun. Agripas. Explosionsstoff. Das wird Ua gar nicht gefallen. Wir sprengen jetzt seine Bude. Das war die falsche Richtung. Toll. Hör bitte auf zu hängen, Rechner. Du machst mir gerade mehr Angst, als das komische Blach, was da am Rumschreien ist. Weil Gründe. Eine hochexplosive Mischung. Warum kann ich die nicht hier hinstellen, weil ich nicht mal was sehe? So. Wow, ich bin schon weg, ich bin schon weg. Jetzt mit irgendwas müssen wir drauf schmeißen. Natürlich nicht so dämlich, wie ich das jetzt gerade mache. Ist aber immer noch nicht aufgegangen. Na gut, dann aber dafür ist der Weg jetzt hier frei. Das ist voll Teufel. Ich hab das Gefühl, wir haben gerade jemand rausgeholt. Haben wir Ölche.
verdammt. Why are you doing this? Get away from me! Ich weiß nicht, warum man es tut. Er ist tot, es ist tot. Wow, ist durchgeknallt. Nicht mehr lange. Was ist das? Maschinenteile. Guck ich sofort nach. Warte nur bitte kurz. Okay, kann ich nicht. Boah, jetzt kriege ich Herzflattern. Ich kriege jetzt gerade heftiges Herzflattern. Oh, da ist eine Tür auf. Das gefällt mir nicht. Noch eine Zünderbüchse. Die sind überall Zünderbüchsen. Dann nur meine Taschenlampe. Ich meine ja. Fucking Fackel. Verfickte. Fackfackel. Ich will speichern und ausmachen. Das ist zu viel für heute. Bitte, das Lied ist von Flatout, das war schön. Hier ist eine Zinderbüchse. Bitte sag mir doch mal, dass hier Öl ist. Nein? Okay, da unten ist ja kein Öl. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Dankeschön. Für dieses tolle Geschenk. Wahrscheinlich ist es wieder... Ja. Das ist ein blödes... Ja, wird gerade mal ermordet. Alter! Macht mich ja noch nicht hier genug hier. Oh Gott, ich mach die Dinger hier ganz schnell an. Voll nicht übertrieben dunkel oder so. Nö, nö, alles in Ordnung. Alles super. Total klasse. Was ist das für ein Scheiß? Zum ersten Mal habe ich keine Lust mehr auf das Spiel. Wow. Ich traue dem Spiel absolut alles zu. Es versucht mich umzubringen. Oh, das sind die USB-Stäbe. Die Stäbe. Die Stäbe. Die fucking Stäbe. Die motherfucking Stäbe. Alter. Im Falle eines fehlenden
Stabes. Okay, wenn kein vollständiger Satz Stäbe verfügbar ist, kann ein Stab aus den inneren Studierzimmer geholt werden. Es könnte von Nutzen sein, falls der Aufzug wieder kaputt geht. Wenn verwendet die reparierten Stäbe nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Nutze immer zuerst die Ersatzstäbe aus dem Lager, die ja hier sind. Alter. Schau. Leck mich am Arsch. Da ist er. Ich bin weg. Ich bin ja schon weg. Keine Sorge. Was suchst du denn wieder hier? Nein, bitte nicht sterben, 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 bitte nicht sterben. Nein, ich weiß nicht, wo ich bin. Nein! Fuck you! Das ist wieder der Uhr. Ich wusste, dass der kommt. Ich wusste das. Ich hab da. Oh Gott, was passiert jetzt? Was ist jetzt hier los? Ihr wollt mich jetzt verarschen, oder? Nee, halt, ich hab die Stäbe doch. Nee, warte mal. Hä? Wo ist denn mein einer Stab jetzt hin? Was ist denn jetzt schon wieder hier los? Kommt jetzt Ua da vorne? Ja. Yep. Guck mal, da ist er ja wieder. Hallo. Tschüss. Mir ist gerade zum ungünstigsten Zeitpunkt die Aufnahmen weggeschissen. Wir machen sofort weiter, Entschuldigung. Oh, Das ist die Tür. Was ist jetzt hier los? Ich will es gar nicht wissen. Hier alles am Rand, nur ich nicht. Okay, das kann uns töten, dann möchte ich eigentlich gar nicht drankommen. Wir müssen hier ganz schnell weg. Da geht mir einfach eiskalt während der Verfolgung, sagt die. Warten jetzt schon, jetzt sagt mir bitte nicht der UA kommt. Wenn der UA jetzt kommt, naja, ohne Witz. Ich glaube, der ist hier. Der Arsch. Warum sind eigentlich ständig die Türen hier zu? Gibt's hier keine. Ah, guck mal, gibt's wohl. So. Okay, dann habe ich doch noch stecken lassen. Das ist ganz gut. Okay. Der ist am Funk zu nuckeln. Die Maschine unten hat ihre Zahnräder. Kann ich die jetzt anschmeißen? Wahrscheinlich nicht. Ich muss wahrscheinlich vorher erstmal. So. Wahrscheinlich muss ich vorher um den Strom fertig machen. Pass auf. Ja, eben. So. Jetzt müssen wir erstmal zu dem Zahnrad wieder rennen. Zu dem Zahnrad, zu der komischen Stromkonsole. Ach Gottchen, das ist so aufregend. So, wie war das jetzt nochmal? Was laber ich da? Notizen. Falle eine fehlende Stange.
Wenn kein... Ja, wissen wir doch. Also Anleitung. Wenn der Aufzug wieder kaputt geht, bau mit dem Dampfmotordruck auf, bevor du ihn in die Maschine... Stelle dich eben so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer erst die Messinstrumente folgendes anzeigen. Hoch 8, runter 8. Moment mal. Hoch 8. Ich weiß, was gemeint ist. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich es machen soll. Fuck, ey. Ich habe mal eine kleine Idee. Ja, hat nicht wirklich funktioniert. Na, Moment. Hier sind 6, 8, 2. Das sind viel zu viel Scheiße. Das ist jetzt doof. Wie mache ich das? 4. Ne, komm, mach bitte richtig. 4. 6. Scheiße, warte mal. 4. Und 1. Warte mal, jetzt haben wir hier. 4. 5. Was haben wir hier? Kacke! Wie mache ich das jetzt, verdammt? Huch! So, nochmal. 1. So, wie viel haben wir jetzt hier oben? Jetzt haben wir zu viel. Ist das denn jetzt so hell geworden plötzlich? So, Moment. 6. 8. Scheiße. Das sind... Oh. Das wird mir zu viel. Ich bin ja nicht so feige wie Zero Dawn RP und cutte die ganze Scheiße jedes Mal. Da habe ich keinen Bock drauf. Wenn schon, dann mache ich das ehrlich, Leute. Und dann müsst ihr auch da ehrlich durchstehen. Nochmal 4. So. Jetzt sehe ich wieder genau da, wo ich vorher war. Scheiße, warte mal. So, 3. Das sind 5. 7. Das Rätsel ist nicht für mich. Ist überhaupt nichts für mich. Moment nochmal so. Das ist immer das Niedrigste oben. Mal gucken, was dann passiert. Vielleicht ist das ja auch. Das Rätsel der Lösung. Das Rätsel der. Des. Ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Mhm. Hab ich mir auch schon irgendwie gedacht. Hier stehen keine Zeichnungen, welche die korrekte Formel mal sein könnte. Nö, ne? So, was haben wir denn jetzt hier überhaupt? 4, 5. Okay, warte mal. 5. Mal 5. 1. Ja, 5. Jetzt brauche ich eigentlich nur einen Zweier. Den gibt es aber hier nicht. Also so kann es ja gar nicht verstehen. So, jetzt haben wir hier unten 3. Jetzt haben wir 8. Was ist hier oben wieder? 2. 7. Ja, schon wieder zu viel. Ich krieg langsam nämlich zu viel hier. Boah, ich könnte durchdrehen. Ich hasse solche Rätsel. So, 3. 4. 6. 6. Ich habe hier 6. Finde ich toll. Finde ich überhaupt nicht toll, muss ich ehrlich gesagt gerade sagen. So, jetzt haben wir hier 8. Da oben sind sie... Werden wir die Regel jetzt schieben? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Amnesia The Dark Descent. Ich mache jetzt mal Ende. Ich bin nämlich müde. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Abo und einen Daumen hoch lassen. Ne? Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, wenn der Bewusst nicht ganz so müde ist, weil dann war vielleicht doch ein Ding.
Ciao. This God is taking control of me.